Zahlen, die so unscheinbar wirken und die dennoch eine schier unfassbare Leistung belegen. Eine Leistung, die niemand in der Welt des Hochseesegelns für möglich gehalten hätte. Doch ein Mann hat es allen gezeigt. Allein mit seinem 100-Fuß-Trimaran. François Gabart hat die Welt in 42 Tagen, 16 Stunden, 40 Minuten und 35 Sekunden umrundet. Einhand nonstop. Ein Rekord, der alles förmlich pulverisierte, was bei vorangegangenen Einhand-Weltumsegelungen aufgestellt wurde. Selbst die schnellste Round-the-World-Crew um Francis Joyon vor einem Jahr war gerade mal 2 Tage früher im Ziel. Doch die Hatz um den Globus bedeutet auch Entbehrung. Ein Leben am Limit. Der Monster-Tri ist ein Renngerät, das sich durch die völlige Abwesenheit von Komfort auszeichnet. Dafür muss Gabart ständig auf der Hut sein, denn jeder kleine Fehler, jede Unachtsamkeit könnte die Rekordfahrt binnen Sekunden zunichte machen. Die kargen, extrem zehrenden 6 Wochen allerdings sieht man dem 34-Jährigen nicht wirklich an, als er kurz vor Weihnachten in Brest einläuft. Äußerlich wirkt der ruhige, zurückhaltende François Gabart alles andere als ein harter Hund, der gerade schnellster Einhand-Weltumsegler aller Zeiten geworden ist. Doch seine Biografie ist die eines Ausnahmetalents. Seit seiner Jugend sammelt er Meistertitel, dann der große Paukenschlag. 2013 gewinnt er im ersten Anlauf die Vendée Globe. Danach folgen weitere Siege beim Transat Jacques Vabre, der Route du Rhum, dem Transat Baker Lee. Der Mann vom Finistère, vom Ende der Welt, segelt fast wie nicht von dieser Welt. Mit dem Maxitri massiv scheint er wie verwachsen. Er fühlt, wann es brenzlig wird und wann er weiter pushen kann. Gabart rackert, gönnt sich über mehrere Tage zeitweise nur 3 Stunden Schlaf insgesamt. Er, der weiß, wie man siegt. Doch dann der Schockmoment. Im Südpolarmeer brettert Gabart mit 30 Knoten an einem haushohen Eisberg vorbei. Sichtlich mitgenommen kommentiert er die beinahe Kollision, die nicht viel mehr als Bruchstücke von seinem 14 Tonnen Leichtgewicht übrig gelassen hätte. Doch selbst diese Grenzerfahrung kann ihn nicht dauerhaft schockieren. Gabart treibt seinen Trimaran weiter voran, verlangt alles von sich und Material ab. Am Ende wird die Durchschnittsgeschwindigkeit mit 27,2 Knoten angegeben und das beste Solo-Admiral aller Zeiten heimst er mit 851 Seemeilen auch gleich mit ein. Im Nordatlantik, mit dem Ziel vor Augen, begrüßt ihn ein französischer Marineflieger. Dann ist es geschafft. François Gabart wird als Volksheld gefeiert, die Dongfeng-Crew beglückwünscht ihn mitten während des Volvo Ocean Races und selbst Usain Bolt sendet Grußworte von Superstar zu Superstar. Mehr noch, im Segeln ist Gabart bereits mit 34 Jahren auf dem besten Weg zur Legende. Herzlichen Glückwunsch zum Seamaster 2018, François Gabart.